Ich stand direkt am Eingang und habe gesehen, wie eine Frau aus dem, die direkt ist vorbeigegangen am Laden, eine ältere Frau, und hinter ihr kam auf einmal ein Mann in einem Helm, in Armeeklamotten oder zumindest sah es alles sehr militaristisch aus, hatte ein Gewehr in der Hand und auch eine Sturmmaske auf. Und dann hat er eine, was aussah wie eine Handgranate oder wie ein Böller, wollte er in den Laden werfen. Aber es ist am Türrahmen abgeprallt und direkt vor dieser alten Frau hochgegangen mit einem sehr lauten Knall. Dann hat er das Gewehr gehoben und geschossen. Und danach sind alle gerannt, also es haben alle durcheinander gerufen. Es gibt eine Treppe zum Hintereingang, also zum Hinterbereich des Ladens. Dort sind wir alle hingegangen und dann habe ich da nur noch den Toiletteneingang gesehen, während die anderen Gäste versucht haben, den Hinterausgang zu finden und ich meine auch gefunden haben, oder zumindest ein Fenster, habe ich mich in der Toilette versteckt. Es gab noch einen weiteren lauten Knall, nach wie vor Rufe. Irgendwann ist es still geworden. Ich habe nochmal den Notruf angerufen. Die haben mir gesagt, ich soll in der Toilette bleiben. Ich habe meinen Eltern geschrieben, also meiner Familie geschrieben. Und er ging auf jeden Fall sehr zielstrebig auf diesen Laden zu. Also er wollte in diesen Laden, das war ganz klar.